Boah, da, Scham, Haaresbreite. Scheiße. Good work today. Great. Please, today we will work on our set pieces. Holen wir was raus? Ja, Ruhe und Abschluss hat sich etwas verbessert. Sehr schön. So langsam müssten wir ja auch bald Stufe 70 haben, oder? Wir waren ja schon, glaube ich, kurz davor, wenn ich mich gerade nicht verguckt habe. Nee, 68 waren wir. Okay, dann fehlen noch zwei. Aber das holen wir auch noch raus. Gegen Nottingham Forest. Gegen Little John und Robin Hood und Lady Marian und wie sie alle heißen. Ich denke mal, der Aufstieg ist fast schon sicher in der Saison jetzt. Nicht zu sehr stürzen. Ich habe im letzten Spiel echt ein bisschen sehr viel Hektik verbreitet. Habe ich so den Eindruck. Wir gehen es mal etwas ruhiger an. Ist auch viel besser für die Pumpe. Aber schön aufgepasst. Es ist natürlich keiner da, um einen Konter einzuleiten. Und schon ist der Gegner wieder in Position. Super. Das hat jetzt auch schon wieder alles zu lange gedauert. Da gehst du auf den Flügel in Position. Und es passiert dann einfach nichts. Der Pass kommt nicht. Und du rennst da im Grunde komplett umsonst hin. Weil jetzt auf einmal guckt er auch, dass ich die richtige Position habe. Das hat er bisher irgendwie nicht so wirklich gemacht. Ich weiß, dass ich das generell drauf achten sollte, aber bisher hat sich der Trainer deswegen halt auch nicht. Manu! Die halten mitunter den Ball viel zu lange und rennen sich dann komplett fest. Siehst du, genau das meine ich. Da wird der Ball bis zum St. Nimmerleinstag gehalten. Gut, jetzt ist mal was draus geworden. Aber hier, da wuschelt der sich mit Glück durch. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, auf welche. Ich glaube, der hat mich im Zentraloffensiven hingestellt, ne? Ah, Mist. Habe ich einen schönen Pass auf den Flügel erwartet eben. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen positionstreuer hier, damit ich nicht die ganze Zeit Punkte abgezogen kriege. Oh, dass der noch durchkommt, damit hätte ich jetzt aber. Ach, kack, jetzt wollte ich mich da noch durchwurschteln. Jawohl, das ist meiner. Und jetzt?
Ach, schade. Aber war schon mal ein guter Versuch. Das ist schon mal viel wert. Ah, das habe ich aus Versehen im Pass gespielt. Ja? Ach, Scheißdreck. Der Pass war auch totale Grütze eben. Mist, das habe ich mich falsch gestellt. Sonst hätte ich ihn hier gehabt und dann. Oh, ey, das ist echt, was die hier teilweise für ein Passspiel hinlegen, das ist echt ein Graus. Da würde jeder Kreisliga-Trainer einen Anfall kriegen bei solchen Pässen. Oh Mist, den hätte ich auf die andere Ecke ziehen müssen. Scheißdreck. Boah, das ist. Jetzt hat der mich echt da düpiert. Ja, in so einer Situation darfst du den Ball da hinten auch gerne einfach mal rauspölen. Weil dieses Rumgeeier, was die da vor allem in der Defensive mitunter machen. Boah, das ist da. Kriegst du echt einen Kasper bei. Boah, ja, was soll denn das bitte schön? Weil der letzte Pass ihm, der war ja mal total für die Tonne. Den hätte er sich echt klemmen können. So schnell bin ich dann da nur auch wieder nicht in Position. Mann! Oh ja! Ja. Schade. Oh. Der war schön. Ah, knapp abseits. Scheißdreck. Ah, okay. Ja. So. Ja, jetzt habe ich zu lange. Ja, das war aber ein Foul. Schön. Schon mal funktioniert, dass ich den so per Lupfer angefordert habe. So ein geiles Tor draus geworden. Aber kann halt nicht immer klappen. Jetzt bloß nicht die Butter vom Brot ziehen lassen hier. 61 Minuten gespielt. So. Ah, klarer Elfer. Ganz klarer Elfer. Wäre natürlich nice, wenn ich den jetzt schießen dürfte, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Hier sehen wir es nochmal. Ja, Ball ist weg.
Im Normalfall gibt es auch eine relativ dunkel gefärbte gelbe Karte. Jawohl, er ist drin. Richie. Ja, hat du noch. Ja, und schon wieder hat es zu lange gedauert. Zwei Mann auf dem rechten Flügel frei. Bloß nicht schnell machen das Spiel. Nein, zu auch. Oh, scheiß Dreck. Nein. Na gut, wenn jetzt noch ein Gegentor fällt, das ist nicht ganz so dramatisch. Ah, die Flanke kam jetzt ein wenig zu früh. Aber ja, scheiße, da ist noch einer. Mist. Ich weiß gar nicht so recht wie. Ach, scheiß Dreck. Da muss dann aber auch ein Pass gehen kommen, der durchgeht und nicht in den Fuß. Dann kann ich mit dem Laufpass auch was anfangen. Ist mir generell aufgefallen. Die Laufpässe werden manchmal direkt in den Fuß gespielt, was mal irgendwie den Sinn eines Laufpasses komplett kaputt macht. Und das ist sehr störend. Scheiße, jetzt wollte ich es unbedingt mal außer Distanz versuchen. Na gut, steht immer noch 2-0. Ui, ich bin schon ein wenig K.O. Aber nur noch 3 Minuten. Ah, jetzt hätte ich aber auch den Laufpass spielen müssen. Aber ich will hier auch noch ein Tor machen. Ah, nein! Ich meine, der war aber auch schwer zu verwerten, muss man auch sagen. Ich habe keine Tore, keine Vorlagen. Ja, stürz dich nicht immer Hals über Kopf in die Zweikämpfe. Dränge deinen Kontrahenten ab und versuche ihm den Ball abzunehmen. Ja, das ist so ein Problem, das ich immer wieder habe. Dass ich zu sehr mit dem Kopf durch die Wand will. So, warte mal, wo ist denn hier mein direkter Verfolger? Wo sind sie denn? Ach, da unten. Haben wieder verloren. Sehr geil. Dann dürften wir uns hier ein bisschen abgesetzt haben. Keine Verbesserung. So, ihr habt 3 Skillpunkte. Könnt ihr mal gucken, ob das schon was bringt, die irgendwo reinzuklöppeln am Körper. Power Kopfball, Stärke. Ich glaube, das macht Sinn. Grätschen nutze ich eher wenig.
Präzision der Flanken erhöhen. Außenristpass. Freistoßgenauigkeit. Ich mache mal die Präzision der Flanken. So. Da war eigentlich fast schon alles ausgebaut. Ist ja traumhaft.